Ja, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge der Demo-Fassung von AirPods. Und das Spiel kommt am 13.10. oder 15.10. bin ich der Meinung raus und in der zweiten Folge will ich mir mal im Kompletten das erste Szenario angucken. Wir haben nämlich die Möglichkeit generell hier ein bisschen rumzulaufen, alles hier so ein bisschen zu fahren und natürlich aber auch ein Szenario zu spielen. In der ersten Folge haben wir uns ein bisschen angeguckt, wir konnten das Wetter vorstellen, alles mögliche könnt ihr im Endeffekt hier machen. Ihr seid nämlich hier so ein Bodenpersonal und wir gucken uns mal ganz gemeinsam an, was haben wir denn hier eigentlich für eine Aufgabe. Der Betrieb, erst einmal kommt ein Flugzeug von oder nach Vilnius um 18.10 Uhr. Wir sollen den Standplatz Nummer 79 ein bisschen bedecken, also da sollen wir erstmal parken, dann sollen wir den ganzen Bereich sichern mit Hütchen, Unterlegkeilen und Bypass-Pin ein. Ich nehme mal schon, was das sind. Verbindet die GPU mit dem Flugzeug am Standplatz Nummer 97. GPU verbinden, signalisiert die Flugbesatzung, das Hilfswerk zu stornieren wahrscheinlich oder irgendwas. Verbindet die Treppe mit einem Flugzeug, lade die Passagiere aus und lade das Gepäck aus. Diese Sachen sollen wir alles machen. So, quasi, oh, hoppla. Ankunft ist im Endeffekt auch ein bisschen merkwürdig. Ah, 18.10 Uhr und Abflüge 18.10 Uhr ist noch was. Müssen wir mal gucken. Also die fliegen dann um 19 Uhr weiter, das heißt von 18.10 Uhr bis 19 Uhr müssen wir uns heute ein bisschen beeilen. Wir haben es aber gerade erst einmal 12.22 Uhr, ich habe es gerade hier an meinem Tablet gesehen. Ich will mal mit euch gemeinsam zum Startplatz oder zum Standplatz 79 fahren und dort versuchen das Ganze aufzustellen. Und wir gucken uns das mal so ein bisschen an, wir merken uns mal und ich glaube deswegen ist auch vielleicht mitunter dieses Flugzeug hier dabei. So soll das später glaube ich aussehen. Hier die Kegel, wir haben insgesamt 4 Kegel. Dass er da quasi positionieren soll. Hier sollen die Keile jeweils hin. Einmal da und einmal da. Hier haben wir solche Breiten. Und ja, ich glaube, brauchen wir noch irgendwas? Bis jetzt erst einmal nicht. Also 4 Kegel. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben hier, wo haben wir so ein schönes Papamobil? Hier. Damit fahren wir jetzt einfach mal ganz fix zur 79. Die seht ihr nämlich auf eurer Karte. Die können wir auch hier im Computer uns mal angucken, bei Karte. Und wir sind jetzt gerade hier im Bereich 12 und 10. Hier steht ja schon ein Flugzeug bereit. Wir zoomen mal ein bisschen raus. Und da sieht man ganz kurz hier, ich gehe mal mit der Maus hier hin. Hier ist die 79. Da müssen wir jetzt irgendwie hin. Also wir sind quasi im Endeffekt, sind wir jetzt gerade hier. Da sieht man auch gerade in Gelb, wir sind in ein Fahrzeug eingestiegen. Und sollen im Endeffekt zur 79 und da alles vorbereiten. Ich hoffe, es klappt. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Es ist wirklich so, dass um 18.10 Uhr es ziemlich laut wird. Nicht erschrecken. Also anscheinend kommt irgendwas. Ich hoffe mal, ich kriege das einigermaßen hin. Ich denke mal, warte mal, wir müssen das mal hier einschalten. Wie war das hier gewesen? So, ja. Ah, okay. Ich denke mal, in der Vollversion kommt bestimmt noch ein richtiges Tutorial. Ja, in der Demo-Version vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke mal wirklich in der Vollversion, da kommt richtiges Tutorial, wie ihr hier quasi agieren könnt. Wir können übrigens auch die Kopfhörer anmachen, das ist auch ganz schön. Seht ihr mal, weil ihr werdet nachher merken, es wird tierisch lauter, brauchen wir die Kopfhörer. Hier geht es immer noch einigermaßen, ist zwar ein bisschen lauter, aber ist vollkommen in Ordnung. Jetzt müssen wir mal kurz mal schauen, wo wir hier sind. Ja, wir sind schon gut unterwegs. Müsste auch, glaube ich, hier unten auf dem Boden irgendwo stehen, wo wir sind. Hier. Guck mal, hier ist die 79. Ich glaube zu meinen, hier muss er wahrscheinlich halten. Das heißt, wir fahren mal ganz kurz hier auf unsere Stellfläche. Und Motor ausmachen, Klimaschutz. Gut. Das wird interessant. Also hier ist auf alle Fälle die 79. Hier sollen wir die Kegel vorbereiten. Wie gesagt, hier wird natürlich jetzt auch nichts großartig vorgegeben, wie das Ganze hier funktionieren soll. Wir probieren es einfach so ein bisschen aus. Also ich denke mal, er wird nämlich hier so ein bisschen landen. Hier vorne in die Keile. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt this one. Ja, gute Frage, wie wir die jetzt hier ablegen. Oder brauchen wir die erst, wenn das Flugzeug gelandet ist? Das kann natürlich auch sein. So. Kegel. 4 Stück brauchen wir. Gut. Ich bin jetzt der Meinung, wir probieren es einfach irgendwie ganz sporadisch. Nämlich mit... Oh ja. Ja. Machen wir gleich wieder gerade. Zack. Könnte im Übrigen auch irgendwie drehen. Wie war denn das gewesen?
hier, genau. Und dann machen wir hier ein. Und so ungefähr da ein. Noch den hier auf. Zuck. Und zack. Das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht professionell. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Und schauen uns mal an, wie es da aufgestellt worden ist. Ich bin auch der Meinung, an der Game Linie. Die Game Linie ist wahrscheinlich die Zentrallinie für das Flugzeug. Wie gesagt, wenn jemand da mehr Ahnung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich bin der Meinung, bei der Vollversion wird das Ganze einfach wesentlich besser erklärt. So, die vordersten Kegel sind wo genau? Okay, leicht versetzt zum zweiten Strich. Also hier ungefähr. Hier, ach, wir brauchen nur sogar 6 sogar. Hier und hier. Okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Leicht versetzt zum zweiten Strich und dann so ein bisschen die Linie entlang. Ja, ich hoffe mal, ich kriege das wenigstens heute hin, dass ein Flugzeug da landen möchte. Das heißt, wir müssen das hier wirklich so ordentlich machen, dass auch wirklich ein Flugzeug hier landet. Unsere Kegel? Leicht versetzt zum zweiten Strich. Ist doch hier gewesen, wa? Ah, das passt schon. Ich glaube, die Keile kommen, wie gesagt, später ran. Und dann brauchen wir nochmal 2 Kegel. Nehmen wir uns den hier. Und den hier. So. Und so leicht in Linie hier setzen. Hopp. Oh, und hopp. Ich weiß nicht, ist er umgefallen? Ja, shit. So. Den nehmen wir auch nochmal ganz kurz. Gut. Unsere Keile. Wie holen wir die denn? Das war Taschenlampe, glaube ich, gewesen. Ich denke mal, die haben wir jetzt eingepackt und die können wir wahrscheinlich erst wieder verwenden, wenn wirklich ein Flugzeug da ist. Gut. Sieht das professionell aus? Ich weiß nicht. Also vorbereitet ist alles. Achso, wir können ja mal gucken. So, parke am Stand Nummer 79. Wie gesagt, die Kegel sind schon vorbereitet. Wahrscheinlich mussten wir sie nicht mal vorbereiten. Wir gucken trotzdem einfach, wie das funktioniert. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier auf unsere Stellfläche, nämlich hier, und warten mal ganz kurz ab und machen mal einen kleinen fixen Zeitreifer zu 18.09 Uhr. So, hört ihr das? Es ist schon mal lauter geworden. Das können wir mal gucken, ob wir irgendwo hier ein Flugzeug nämlich sehen. Oh, guck mal, da kommt ein Flugzeug. Da kommt eins. Ich weiß nicht, ob es das ist. So gespannt. Oder sind die mehrere Flugzeuge? Ich will jetzt hier nichts verpassen. Wir müssen aufgeregt. Aber das meint, das Geräusch ist auf alle Fälle da. So, und da kommt ein Flugzeug angeflogen. So, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Haben wir eigentlich was für ein Fernglas? Wahrscheinlich eher nicht. Aber die Geräusche kommen auch von überall her. So, da vorne ist er. Na gut, kann ja sein, dass er jetzt hier einfach mal so durchfährt und dann hier rechts abbiegt. Wir warten einfach mal ganz kurz ein bisschen ab. Das wird ja 100 pro sein, oder? Uhrzeit passt. Müssen wir den eigentlich auch noch irgendwie lotsen oder so? Wir gucken mal ganz kurz. Parke, sicheren Bereich um das Flugzeug herum ab. Okay, die Kegel bräuchten wir, glaube ich, noch nicht. Die sammeln wir mal fix ein wieder. Die stellst du, glaube ich, nur ab, wenn das Flugzeug kommt. Das Flugzeug weiß ja, wo es hin muss. So. Keile haben wir ja auch. Ich glaube, wir können aber auch nur... Na, 5? Ah, 5 dürfen wir nur mitnehmen. Okay. Stellen wir mal ganz fix hier. Oh, hoppala. Ja. Nein. Ach, verdammt. So. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er kommt nicht. Will nicht kommen. Wo bleibt er denn? Verspätung oder was? Ah! Landung um. Oh. Ah, okay, wir müssen erstmal mit A aktivieren. Okay, warte mal, dann gehen wir hier nochmal zurück.
Okay, Landung um A. Ah, ihr müsst mit A, also ich habe ja Spiel über den Controller, ihr müsst mit A es noch akzeptieren. Wie gesagt, Tutorial fehlt hier gänzlich, ist ein bisschen schade, aber ich hoffe mal, wenn jetzt, der steht hier, wie gesagt, die Anweisung 18:10 landet, ja, dass es dann auch wirklich losgeht. Machen wir uns hier so einen schönen Logenplatz. Ah, so, so war es, genau. So, Landung um 18:10. So, ich bin jetzt gespannt. Extra jetzt hier noch ein bisschen höher positioniert. Wo ist er? Oh, ist er da? Das ist er bestimmt, da. 100 Pro, das ist er 100 Pro. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Geht gleich los. Also lotsen müssen wir den aber, glaube ich, nicht. Also wir müssen bestimmt auch Flugzeuge lotsen. Das ist nicht. Also parke am Stand. Gut, geparkt haben wir ja schon. Ja, er kommt auf alle Fälle in unsere Richtung. Das ist schon mal gut. Ich finde es mal ganz cool. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir können noch ein bisschen drüber quatschen. An Simulatoren finde ich ja immer so atemberaubend schön. Es gäbe ja die Möglichkeit, dass Leute wirklich halt ihren Traumberuf hier finden. Und so Bodenpersonal, natürlich ist es anstrengend. Kann ich mir aber irgendwie auch cool vorstellen. Also wenn es wirklich teilweise so ist, wie es hier ist, geordnet und markiert. Ihr glaubt nicht, wie es teilweise in der freien Industrie aussieht, wenn ihr in einer Firma oder in einer Fabrik oder was auch immer ihr arbeitet und da sind zwar auch Sachen markiert und hier ist ein Abstellplatz, hier ist ein Notausgang, und, ey, nee, das ist nicht immer der Fall. Da wird alles voll gebombt, Hauptsache alles steht irgendwie voll. Wenn das so wäre, wäre das schon mal ein Träumchen. Also vielleicht findet sich irgendjemand von euch, der wirklich sagt, ey, so Bodenpersonal hätte ich jetzt richtig Bock darauf. Oh, dreht der? Er dreht! So, wir können ganz kurz gucken, was braucht er denn jetzt hier eigentlich? Also, Hütchen ist klar. Verbindet das GPU mit dem Flugzeug am... Okay, das wird lustig. Verbindet die Treppe, das haben wir. Lade die Passagiere aus und fahre den Bus zum Parkplatz. Oh, wir brauchen einen Bus. Okay. Busse haben wir im Übrigen da hinten. Ich komm. Mal schnell im Bus. Wir haben bestimmt sowieso noch ein bisschen Zeit, bis er hier angekommen ist. Auch wenn ich mir das ganz gerne hätte. Ah, komm, wir beeilen uns ein bisschen. Da ist es. Oh, es kam wirklich zu uns. Da haben wir schon mal den Bus bereitgestellt. Also wie gesagt, achtet so ein bisschen auf, was ihr machen müsst. Oh. Schön. Unsere Treppe ist schon ausgefahren. Mal gucken, ob auch wirklich Passagiere aussteigen. Big up. Big, wo fährt er hin? Boah, darf der hier nicht lang. Der muss, oh, muss der einmal außen rumfahren. Das kann aber auch sein. Weil hier geht der Pfeil so lang. Das kann sein, dass er gar nicht so fahren darf. Dass er hier einmal hier außen rum irgendwie fahren muss. Guck mal, siehst du ja, hier ist ja so eine gelbe Linie. Hat er schon wieder Verspätung. Ich weiß es nicht. Das ist aber nicht unser. Ach Mann, wo ist denn der? Ja, voller Euphorie gewesen. Geht's hier noch mit der Karte? Jetzt einfach nochmal wieder ein bisschen zurück. So, da kommt wieder ein Flugzeug. Das war vielleicht nicht unser Flugzeug, weil Landung soll eigentlich um 18:10 sein, aber vielleicht. Wir müssen gucken. Wir haben es jetzt auf alle Fälle markiert. Parke! Ah, hier! Es ist da! Wir waren ein bisschen zu früh dran gewesen. Wir hatten auf. Okay, das müsst ihr euch ein bisschen merken. 18:09 hatten wir vorhin das gemacht. Das müsst ihr also am besten 5 Minuten vorher mindestens machen. 5 Minuten vorher, wo er landen soll. Das ist unser Flugzeug da hinten. Oh, das ist ja cool. Das ist wahrscheinlich noch ein paar Minuten warten. Ich würde das jetzt einfach mal so beibehalten und belassen. Und dann, ja, werden wir uns da gleich mal angucken. Und jetzt hat es nämlich auch aktualisiert. Das sehen wir es nämlich hier. Warte mal. Hier beim Betrieb. Parke. Wenn der jetzt gerade geparkt hat, dann, ja, ist er fertig. Parken am, also wie heißt quasi, wir müssen wahrscheinlich warten. Also er meint parken am Standplatz Nummer 79, dass er wahrscheinlich den Piloten meint. Nicht wir, wir sind ja schon längst hier mit der ganzen Armada. So, wo ist er denn jetzt? Oh, wir warten einfach ab, der wird bestimmt irgendwann bald kommen. Also gelandet ist er schon mal. Wir kommen den ganzen hier ein bisschen näher. Das ist so ein Szenario eigentlich für 20 Minuten und ich brauche wieder hier 2 Stunden. 79 ist richtig. Aber ich bin ehrlich, ich sehe das Flugzeug jetzt gar nicht mehr hier. Wir sind hier bei der 79. Mann, ey. Das ist immer ärgerlich.
Oder sollen wir den holen? Nee. Ach komm, wir springen jetzt nochmal zurück. Ach, verdammt mich aber auch nochmal. Wir haben es also schon mal geschafft, auf alle Fälle den hier irgendwie... Oh, warte mal. Warte mal. Sollen wir den jetzt doch abholen? Warte mal. Und mit der Karte ist natürlich ein bisschen doof. Hier ist so eine Markierung. Ach, da kommt das Flugzeug. Oh. Okay. Da hinten kommt es. Das wird aber, glaube ich, noch ewig dauern. Aber egal. Es kommt. Also, ich muss sagen, ist ein bisschen problematisch. Vorne ist auch gelandet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein kleiner Fehler ist. Dieses Flugzeug dort, was wir da sehen, landet einmal von der Seite aus und einmal von der anderen Seite. Wir haben es ja vorhin gesehen, wie er da angeflogen kam. Und dann passierte nicht mehr viel. Oder es dauert halt ewig und 3 Tage. Ich habe jetzt auch nochmal zurückgesprungen. Wir warten einfach ab. Ich gehe jetzt mal fix einer rauchen, weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt stehst du hier und wartest, weil der kann natürlich jetzt hier nicht mit 80 Sachen hier durchbrettern oder mit 800 Sachen. Der kann wahrscheinlich gerade mal so mit 20, 15 oder 20 km/h gefahren und nicht bei so einem riesen Gefährt. Da können wir jetzt noch ein bisschen warten. Eieieiei. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Also wie gesagt, ihr müsst echt mit der Zeit hier so ein bisschen rumspielen. Am besten, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Anflug um 18.10 Uhr jetzt in dem Beispiel habt, geht immer 5 Minuten zurück. Dann habt ihr auf alle Fälle schon mal den Punkt, dass die Landung entsteht. Und dann müsst ihr halt leider gucken, ja, ob das Flugzeug irgendwie zu euch findet. Dieses Flugzeug hat es halt vorhin wahrscheinlich 100 pro geschafft. Oh, guck mal, da sitzt sogar jemand drin. Hat es 100 pro geschafft, vorhin einfach da zu parken. Warum auch immer. Gut. Kyla, haben wir schon mal? Das bleibt jetzt hier gleich stehen. Oh, wie cool ist das denn? Cool. So. Ach, guck mal, hier steht doch alles hier drin, was wir machen sollen. Also, einmal hier. 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 Hütchen aufstellen. Reicht das eigentlich hier, dieser einfache? Oh, wir nehmen noch einen hier. Sicher ist sicher. Das ist ja der erste Tag. Okay. So, Hütchen aufstellen. Zack. Zack. Wo noch? Da. Kann sagen. Wäre natürlich mal interessant für später. Ja, haut hin. Für später tatsächlich mal das irgendwie vorzubereiten, wenn man das schon weiß, wie das hier ungefähr funktioniert. Das wäre natürlich schon eine coole Sache. Hier, 4. Wird natürlich gleich mal interessant, dieser komische, was steht da? Oh, dieser komische Bypass dort. Das wird natürlich dann sehr interessant. 5 von 6. Ah, cool. Und gut, das haben wir schon mal geschafft. Aber das sieht schon cool aus. Guck mal, vorne sitzen auf alle Fälle Piloten. Ich weiß nicht, ob Passagiere auch irgendwo sitzen. Aber das ist schon mega cool. Finde ich richtig schick. Wie gesagt, man kann sogar durch die Fenster hier blicken. Aber 100 Pro werden wir gleich Passagiere sehen. So, setz den Bypass-Pin ein. Was ist denn der Bypass-Pin? Vielleicht ist es ein Gerät? Bypass-Pin. Ein Glück habe ich mein Handy dabei. Ich gebe mal ganz kurz Bypass-Pin ein. Ja, ist irgendein Pin. Mal gucken, wo ich den jetzt hier einpinnen soll. So, das ist unser Körbchen. Kegelchen. Ich bin gleich soweit. Was ist denn ein Bypass-Pin? Da irgendwas? Nee. Hier irgendwie was? Oder vielleicht, warte mal, hier vielleicht? Aber schön detailliert, muss man mal sagen. Also, neben den Keilen ist anscheinend hier nichts. Wo kriege ich denn so einen Bypass-Pin her? Den Bypass-Pin. Soll es irgendein Gerät sein?
Warte mal, hier. Ah! Okay. Kann auch gerade mal selber nachgucken. GPU verbinden. Signalisieren Sie in Flugbesatzung, das Hilfsflugzeug zu stoppen. GPU verbinden. Was? Verbindet das GPU mit dem Flugzeug. Ah, warte mal. Treibstoff? Triebwerk? Ah, GPS. GPU muss angeschlossen werden. Okay. Dann nix. Outside check nicht. Treibstoff brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, gut zu wissen. Aber wie können wir das GPU jetzt verbinden? Und womit? Und wann? Jetzt sollen wir gar nicht so nah an die Triebwerke gehen. GPU. Ist dein Ernst? Ah, da filmt es erstmal. Band an. Okay. Ist aber, glaube ich, auch nicht das Richtige. GPU, GPU. Warte, hier war irgendwas. Hier! Ja, und jetzt? Ground Electric Connected. Ist doch wahrscheinlich, oder? GPU muss angeschlossen sein. Alter, willst du mich gerade hier... Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mache halt irgendwas auf hier. Ist, glaube ich, die Ladeluke oder so. Wir bereiten quasi schon alles vor. So, da ist wahrscheinlich Gepäck und so alles drin. Das brauchen wir aber erstmal nicht. Wo ist denn die GPU? So, hier kann ich nur schließen. Warte, bis die Animation beendet ist. Das ist für mich schon fast die GPU. Ich gehe jetzt einfach in ein Schiff hinein. Ist mir egal. Irgendwie muss es ja gehen. Ah, geh jetzt einfach rein. Ist mir egal. Wo ist die GPU? Ich suche jetzt schon im ganzen Schiff hier nach. Hey Leute, kurze Frage. Ist jemand hier drin? Ich suche die GPU. Oh, wow, man kann ein bisschen reingucken. Hier ist schon wieder irgendwas. Ja gut, das ist jetzt hier für die ganzen Teile hier wahrscheinlich. Guck mal hier. Ich öffne jetzt gerade hier irgendwie alles, ey. Aber cool zu wissen. So, GPU. Wir können ja bei den, hier überall mal so ein bisschen gucken. Alter, was ist denn die GPU? Sieht schon top aus. Ich glaube, das nächste Flugzeug kommt. GPU. Ja, du. Zeig auch immer. Was haben wir jetzt? Oh, ist das ein GPU? Nee. Test? Power? Was? What the fuck? Kann ich hier irgendwas drücken? Oh. Das ist Treibstoff, okay. Oh. Machen wir mal lieber wieder alle zurück. Scheiße. Mach ich hier. Okay. Gut, wir ruppen jetzt hier einfach alles auf. Alter, aber das Doofe ist auch bei dem Pink, du siehst halt nicht alle Flächen, wo du was aufmachen kannst. Kannst du hier was aufmachen? Also ich bin der Meinung, es ist... Ja, einfach gerade sagen. Ich bin jetzt der Meinung, das ist natürlich jetzt mega doof. Ich habe aber das Gefühl, es sind die Türe. Hier vorne irgendwo die GPU ist, mit der wir uns verbinden können. Wie und was, weiß ich auch nicht.
Ist natürlich ein bisschen schade. Ich bin immer noch der Meinung, der Kram hier ist die GPU. Damit sollen wir uns wahrscheinlich verbinden. Ich werde mal was probieren. Wir machen mal komplett von vorne nochmal. Interphone, so. Brauche ich denn jetzt hier noch irgendwas? Leider wird einem auch gar nichts gesagt. Hier geht nur schließen. Das ist die GPU. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Also Tank ist es auf alle Fälle. Verdammt. Aber ich brauche auf alle Fälle. Wo kann man den wegschieben? Nee. Ich brauche auf alle Fälle. Wo ist mein Flugzeug eigentlich? Flugzeug, Flugzeug, da. Wir müssen den uns mal holen. Ja. Ah, eingeschaltet. Warte mal. So, das ist jetzt hier. Irgendwie miteinander verbunden. Puh, du, ich weiß das echt nicht. Viel eingeschaltet? Muss hier was eingeschaltet sein? Ich denke einfach keine Ahnung. Also kommt schon mal da ran. Das ist ja wirklich schon mal richtig gut zu wissen. Hier irgendwie was ran. Oh shit, Alter, wir haben jetzt hier. Das ist eine richtige Operation. So, abgelegt. Ist natürlich die Frage, muss ich jetzt hier vielleicht rein? Nee. Was mache ich denn hier? Oh. Nochmal einschalten. Alter, ich mache hier irgendwas, was ich glaube ich gar nicht machen soll, wa? Ich habe so ein Gefühl. Alter, ich habe gar keine Ahnung. Nee. Ja, schließen. Ja, Freunde, ach shit, ey. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne weiterhelfen. Ich werde mich mal irgendwie schlau machen. Es ist, und wir müssen auf alle Fälle festhalten, schwierig, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass es hier nur eine Demo-Version ist, die Vollversion kommt ja auch bald, wird ein Tutorial auf alle Fälle existieren. Ich hoffe es einfach mal, weil auf Anhieb manche Sachen dazu kommen, ist ein bisschen schwierig. Ich versuche mich ein bisschen schlau zu machen. Dann fangen wir das Ganze mal von vorne an, versuchen das Ganze so gut es geht, ja, so ein bisschen als Leitfaden zu bestimmen. Aber ich bin jetzt gerade überfragt. Ich konnte da vorne was verbinden, habe Strom angeschaltet. Wenn jemand weiß, wie die GPU zu verbinden ist, gib mir bitte Bescheid. Und ja, wir machen in der nächsten Folge da weiter, wo wir aufgehört haben. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.